Wenn du ein Konto bei der DKB hast, dann musst du dieses Video schauen. Die Bank verschickt gerade nach und nach an alle knapp 5 Millionen KundInnen diesen Brief. Und da drin ist die neue Visa-Debitkarte. Die Karte ist aus recyceltem Plastik, sieht super schön aus, bringt aber zwei entscheidende Nachteile mit sich. Erstens verabschiedet sich die Bank damit von der bislang kostenfreien Visa-Kreditkarte mit echten Kreditrahmen, die zum Beispiel bei Autovermietung oder auch in Hotels oder so funktioniert. Die wird ab jetzt kostenpflichtig für 2,50 Euro im Monat. Gleichzeitig soll die Visa-Debitkarte die bisherige DKB-Girokarte ersetzen und das ist echt ein Problem, denn viele kleine Geschäfte setzen nach wie vor auf Girocard als Zahlungsdienstleister, denn da zahlen sie weniger Gebühren. Das heißt, wenn ihr in Zukunft weiter in kleinen Geschäften mit EC-Karte bezahlen wollt, müsst ihr die DKB-Girokarte jetzt auch dazu kaufen. Die kostet knapp 1 Euro im Monat zusätzlich.